Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Hofbergmann mit dem Boxe. Hallo. Moin, moin. So, wir sind jetzt am Anfang der Woche noch ohne den Paul, aber wir hoffen, dass im Laufe der Woche der Paul dazukommt. Wir haben ein bisschen Aufnahmestress vor der Gamescom, aber wir bekommen es hin. Oder, Boxe? Natürlich, weil diese Woche ist ja auch eine besondere Woche, denn es ist die Kartoffelwoche. Die Kartoffelwoche. Kartoffelwoche. Wir ernten diese Woche Kartoffeln, Männer. Ach so, ah ja, die ersten Kartoffeln kommen raus. Okay, ja, ja, gut. Wir haben es aber jetzt schon 19.38 Uhr. Ja. Wollen wir das jetzt noch machen oder wollen wir über die Nacht spulen oder wie wollen wir es machen? Also, es ist ja so, dass der... Ah ja, der Hofladen, es wird ja schon abgerechnet. Wir haben ja schon Geld bekommen. Ach so, mag sein. Ich habe nicht auf die Uhr, also gerade nicht geschaut. Also ich bin jetzt noch ein bisschen mit den Big Bags hier dran, aber prinzipiell kann ich möglichst schnell helfen bei jeweiligen Kartoffelarbeiten. Haben wir denn schon... Achso, wir müssen aber aufpassen, weil wir haben Milch verkauft. Wir bekommen die Gerätschaften nicht, wenn der Händler zu hat. Ja. Weißt du? Deswegen. Oh, ich habe ja noch jede Menge Mischfutter rumstehen, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wir können das, entweder wir spulen bis morgen vor und mieten uns dann die Geschichte, weil die Geschichte mieten und dann spulen macht keinen Sinn. Ja, lass uns noch ein paar Arbeiten erledigen. Ja, können wir machen. Und dann spulen wir vor. Ja, verdorren haben wir ja aus, glaube ich, ne? Ja. Weil dann ist es ja prinzipiell egal, ob wir vorspulen oder nicht. Haben wir noch irgendwas zu düngen oder was ist mit den anderen Feldern? 5 zum Beispiel, 2. 5 und 2, die sind durch. Die warten auf Ernte. Ah, das müsste. Oh, ja, gut. Muss alles die 5 sind ja Kartoffeln, ne? 5 sind Kartoffeln, die 2 ist, meine ich, Gerste. Ja, okay. Ja. Das heißt, wir müssen. Ja, gut. Kartoffeln kann aber einer machen. Da brauchen wir nicht unbedingt 2-3 Leute für. Nö, nö. Wir können uns aufteilen. Also einer drischt oder so. Und einer, ich mach Kartoffeln auf alle Fälle. Auf alle Fälle, okay. Ja, da geht kein Weg dran vorbei. Da geht, okay. Weißt du, da muss nämlich geschultes Personal ran. Ja, da bist du ja genau richtig. Absolut. Ups, jawohl. Also, Benner, es kam jetzt schon sehr oft der Vorschlag, stellt doch diese Buttermaschine endlich mal zum Hofladen. Zum Hofladen? Weiter zum Hofladen ran, also in dem Sinne vor den Hühnern, dass wir da unsere Produktion aufbauen. Ja, aber ist es nicht so, dass die unter Dach stehen sollte? Also die Idee von dieser Buttermaschine ist ja, dass sie im Hygienebereich steht, ne? Das ist ja so die Idee dahinter. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil hier unten haben wir halt keinen Hygienebereich. Ja, ja, ja. Also wir können das schon machen, aber dann will ich keine Kommentare sehen wie, oh, du musst aber im Hygienebereich, weißt du? Das ist auch wieder Kacke. Ich meine, es gibt eine Möglichkeit, Werner. Du willst einen Hygienebereich bauen, ja? Wir können tatsächlich einen Hygienebereich bauen und zwar neben dem Hofladen links. Da ist ja so eine Scheune, ne? Ja. Da könnte man eventuell, weil es war ja auch der Wunsch, mach doch 2 Buttermaschinen. Ach so. Ja, das wäre da nicht so schlecht, weil da kommen wir auch mit dem Fass besser hin, weißt du? Ja. Oh, da hätte ich schon Bock drauf, so eine also, größere Produktion. Weißt du, was halt geil wäre? Also jetzt nur mal theoretisch, ne? Ja. Schaffen wir es, irgendwo einen Ort zu finden, wo wir, nur als Beispiel, 3 Maschinen nebeneinander stehen haben, wo wir mit dem großen Fass durchfahren können. Ach so. Du weißt, was ich meine? Ja. Das wäre dann High Level, weil aber dann sind wir hier. Wo denn? Warte, ich komme mal zu dir. Ach so, mit dem großen Fass. Ja, wenn, dann müssen wir das richtig, weißt du? Ja, gut. Es ja, nee, kann. Was hast du denn vorgeschlagen? Nee, ich dachte an dem kleineren dann, also, aber du... Hier rein, meinst du? Ja, hier rein, aber wenn du das große, da wo der Dolly jetzt rein ist, das meinst du, das willst du ja nehmen. Ja, genau. Boah, okay. Also es gibt ja die Möglichkeit, einen Unterstand oder so zu platzieren. Ich oder überlege gerade, ja. Ja, wir werden nicht drum rumkommen. Die andere geile Geschichte wäre halt, was ich extrem feiern würde, wenn wir die Maschinen hier reinstellen... Von einer Seite befüllen und von der anderen Seite aber bedienen, weißt du? Kannst du mir folgen? Ja, ich also... Das würde funktionieren... Warte mal, wenn das hier zu wäre, theoretisch, okay? Und das hier auch zu wäre.
Da kann man doch bestimmt hier rumfahren mit dem Fahrzeug. So. Und hier ranfahren und dann abladen. Weil hier hinter dieser Türe stehen dann die Maschinen. Du kannst mir nicht folgen, ne? Doch, ich kann dir folgen, nur denk mal, dass du musst die Türen schon offen machen, die Tore dann. Ja, wir können sie zum Befüllen. Ja, das ist die Frage. Das müsste man testen, aber sowas in der Richtung kann ich mir ehrlich gut vorstellen. Da können wir hier auch das Lager machen für die ganzen Fässer. Weil da müssen wir den nicht immer von Pontius zu Pilatus bringen, sondern kann das ganz gemütlich hier alles reinbauen. Ja. Das können wir gerne machen. Das können wir echt gerne machen. Da habe ich Bock drauf. Ja, ja. Oder was ich gerade gedacht habe, okay, wenn das hier nicht gut genug ist, dieser Stall, oder dieser Unterstand, so. Ja. Dann können wir den ja abreißen und was anderes hin platzieren, wenn es was Besseres gibt. Ich glaube, den kann man gar nicht abreißen. Weiß ich nicht. Nee. Das ist halt jetzt. Also der ist fix, glaube ich. Da geht nicht viel mit abreißen. Nee, das geht nicht. Also da müsste man mit dem Giants Editor arbeiten. Okay. Und dann, glaube ich, brauchen wir ein neues Safe Game. Und dann wird es schwierig. Glaube ich. Ich kann jetzt aber auch Quatsch reden. Aber lass uns doch erstmal die andere Variante versuchen. Das Schöne ist ja, an den Buttermaschinen, die sind ja nicht rein betoniert. Du kannst ja immer wieder umstellen. Ja, auf jeden Fall. Hast du ja schon abgefunden. Ja, mehrfach. Das heißt, wann wollen wir das machen? Wir können das ab sofort machen. Du kannst, wenn du Zeit hast und Lust hast, zwei Buttermaschinen kaufen, die abholen und dann richten wir das ein. Ja. Ich bin gerade noch ein bisschen mit Mischfutter dabei. Bei mir dauert es noch einen Moment. So, ich stelle den mal hier ran. Also wenn du den Paul siehst, kannst du gerne reinziehen, ne? Ja, bitte. Du kaufst die Buttermaschine? Ich kaufe zwei Buttermaschinen, ja. Frage, die ich habe, wie transportiert man die nochmal? Plattformanhänger. Aber du musst die mit dem Gabelstapler da drauf tun, oder wie? Gabelstapler ist vor Ort. Ja. Das ist kein Problem. So, einmal. Und noch einmal. Vielleicht brauchen wir sogar noch mehr, aber schauen wir mal. Wollen wir nicht übertreiben, hier Boxe, ne? Ja. Also wenn da, ich muss mal eben hier den Wagen wieder entladen, weil ich habe die ganzen Fässer da drauf gemacht. Aber du kannst sie gerne entladen, ja? Okay, Leute, ihr habt euch gewünscht, dass wir das Ganze größer aufziehen. Ben hat sich gedacht, okay, nicht zwei, sondern drei. Nee, wenn, dann machen wir richtig was, ne? Wir müssen nur gucken, dass wir genug Fässer haben. Ich meine, in den Kommentaren, ich glaube, der Marschierer war es, der hat schon geschrieben, Leute, ihr macht nur noch Butter in der Folge. Ja, ist ja nicht so schlimm. Oh, jetzt wird noch mehr Butter gemacht. Aber es bringt dann auch Geld, das muss man einfach mal so sagen, weißt du? Ja. Und Butter ist immer noch ein gutes regionales Produkt. So. Auf jeden Fall. Und man sieht ja, die Leute wollen die unbedingt haben. Ich meine, der Butterwerner macht das einfach top. Absolut. Aber da geht ja kein Weg dran vorbei, weißt du? So, ich brauche noch ein bisschen, weil ich ein bisschen noch mit dem Mischfutter zugange. Aber auch das wird wieder. So, ja, Boxer, wenn du diesen Wagen umbaust, sag ich mal, dann kann man da... Könntest du nicht schon mal die bestehende Buttermaschine, wir haben ja auch so einen schönen den Krampe wollte ich schon sagen. Wo ist denn der Kramer? Ja, das mache ich jetzt sofort, hast du recht. Bin ich schon unterwegs. Wir müssen aber den Raum ausräumen, ne, Kollege? Ja, stimmt. Das müssen wir auch noch machen. Boah, ich hoffe, wir schaffen das heute alles. Das wird ja Stress auch noch hier. Mann, doch. Ernte? Was ist das denn heute? Was? War nicht heute Kartoffelwoche? Ach, egal. Was? Egal. Alter, ich weiß auch nicht. Ja, weißt du, da heißt immer... Oh, da steht ein Fass drin. Da heißt immer, wir hören nicht auf die Zuschauer, ne? Aber übelst geil. Das will ich jetzt mal ausprobieren, ey. Deine Vorstellung, du, die... Ja? Wenn, dann muss man sowas richtig machen, weißt du? Lass mal testen. Nicht nur so halb acht, sondern richtig. Hast du einen normalen Plattform oder Plattform mit Gitter? Plattform reicht. Du kannst da ein Spango drum machen und dann ist die ganze Sache erledigt. Jo.
So, Kramer geht nicht, aber ich habe ja einen Frontrader auch noch zu irgendwo rumstehen. Dann nehme ich halt den. Da ist er schon. So, dann nehmen wir nochmal... Ich muss eh den Raum ausrauben, weil da, glaube ich, liegt noch eine Schaufel und noch irgendwas drin. Und irgendein Anhänger liegt da auch noch drin. Ich sehe ja... Boah, das wäre mega. Nein, das war's denn? Oder? Was denn? Man kann hinter den einen Plattform-Anhänger noch einen weiteren hängen. Ja, die Frage ist, ob man brauchen. Nein, man braucht ihn natürlich nicht, aber... Weißt du, für einmal ist es zwar geil, aber rausgeworfen, das Geld, wie der Marschierer sagen würde, weißt du? Und der Marschierer ist unser größter Kritiker in den Kommentaren. Oh. Alles, was wir gut finden, findet er scheiße, weißt du? Ja, so kann man das nicht sagen, aber, ne, du weißt, was ich meine. Grüße. Grüße, Marschierer, bester Mann. Hallo, moin. Weißt du, was das Schlimme am Marschierer ist? Er ist in jedem Twitch-Channel, was irgendwas mit LS zu tun hat, ist er Moderator. Der hat sich ein Netzwerk gespannt die letzten Jahre, das ist unfassbar. So, da wollte ich noch ganz kurz sagen. Ja. So, wenn ich mir jetzt denke, dass das hier die Hygienekammer wird, ja, Prost Mahlzeit, schaut dir mal die Fenster an, ey. Noch ein paar Herpetine spritzen. Ja, wir können das schön... Also normalerweise wäscht man das ja mit Hochdruck raus, ne? Nee. Wir sprühen das einfach mit Herpizid ein, das passt schon. Ist ja das Gleiche, ne? So, ich glaube aber, dass wir die Baustelle heute nicht vervollständigen. Ich glaube, da werden wir morgen auch noch dran Arbeit haben. Aber ist ja nicht so schlimm. Liebe Leute, wir haben die ganze Woche... Also wir beiden Hübschen, der Kollege Box und ich, sind ja nicht da. Wir sind ja auf der Gamescom. Aber es wird natürlich Videos kommen für euch. Hofbergmann wird komplett aufgenommen, BG Live wird aufgenommen. Und noch einige andere Geschichtchen. Ich habe heute übrigens, oder für die Zuschauer war es am Samstag, ETS 2 hochgeladen, ne? So nice. Nice. Ja, richtig gut. Haben wir gedacht, kann man wieder mal machen. Und weißt du, was gestern gekommen ist? Mal wieder eine schöne Habe ich gesehen. Folge aus der realen Landwirtschaft. Ja, sehr schön. Auch aktueller Anlass mit Glasgeräten. Jo. Ich komme, Werner. Was? Ja, die erste Anlieferung. Achso, ja, das war's, okay. Weißt du, was die Zuschauer wieder bemängeln werden? Ich weiß es jetzt schon, ich kann das fühlen direkt. Die werden bemängeln, dass ich die Geschichte mit dem Mischfutter nicht fertig gemacht habe, sondern mich direkt wieder ins nächste Abenteuer stürze hier. Aber so ist es. Aber es muss ja abwechselnd bleiben. Weißt du, der Marschierer hat bemängelt, dass wir irgendwie immer so viel mit der Butter rumspielen. Ja. Ja, sonst wärst du jetzt so lange mit dem Mischfutter zugegangen gewesen. Ja, das stimmt jetzt auch wieder. Weg bist du mal. Wie heißen die bei euch? Bei uns heißen die Plompenzieher. Weißt du, was das ist? Das ist so ein Kaubonbon, das dir die Füllung rauszieht aus den Zähnen. Hast du sowas gerade in Arbeit bei dir? Weißt du, man hört es ein bisschen. Wo fährst du hin, Boxer? Ich habe den Blumenzieher gesucht. Ach, okay. Nein. Verzeihung, Leute. Ich bin gerade am Essen, okay? Mann, weißt du, 20er Aufnahme. Er haut sich erstmal ein Schnitzel rein. Eine Pizza, okay? Ah, Pizza. Ja, war das Gleiche. Wenn ich dir jetzt sage, ne, dass es bei uns eine Calzone gibt, wo Schnitzel drin ist, dann glaubst du die Welt nicht mehr, ne? Hammer. So. Hammer. Männer, einmal bitte abladen. Ja, ich hab grad... Boxe, schnapp dir einen Traktor bitte oder schnapp dir deinen Gator-Dingens und hol oben in der Käserei dieses Fass raus. Ich bekomme das nicht weg. Welches Fass? Ja, dieses Fass, was zum Gator dazugehört. So. Hast du jetzt nur eine mitgenommen? Ist nicht dein Ernst? Ja, wir kommen ja nicht zwei drauf. Mann, Boxe. Yo, Werner. Bisschen schieben, ne? Nee, ich möchte nicht gleich schon wieder im Backen reinfahren, weißt du? Ja, wenn du es nicht machst, mach ich es halt. Also, ja, du kommst auch mit einer Mistgabel an, was da ist. Ja, was soll ich denn machen? Weißt du, wir haben eine Palettengabel, aber okay. In der Not ist der Bauer kreativ. So, was war das jetzt? Weißt du, der Werkzeugkasten steht da auch noch mitten ja, im Weg. Ja, ich komme ja zu nichts, weißt du? Das ist einfach eine Katastrophe hier. So, das muss ich auch mal ganz kurz an die Seite stellen.
So. Kannst die zweite Maschine holen, danke. Ey, ohne Witz. Warte, danke, mal, dass du so intelligent dahin. Das war jetzt nicht überlegt. Ich hol mal die zweite Buttermaschine, ne? So, aber, liebe Leute, wie es weitergeht, seht ihr morgen. Für heute sind wir erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne weitere Hinweise, Tipps, Wünsche in die Kommentare. Schauen wir uns zuerst nächste Woche an, aber wir lesen es ja auf alle Fälle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.